In diesem Video möchte ich euch ein ziemlich cooles Sims-Konzept für einen möglichen nächsten Teil vorstellen, welches von einem Simmer aus der Community erstellt wurde. Wenn man sich die Sims aus den verschiedenen Teilen ansieht, fällt auf, dass für jedes Basisspiel ein komplett einzigartiger Look für die Sims im Spiel gewählt wurde. So sahen die Sims in Die Sims 3 für mich ein wenig wie glatt gebügelte Puppen aus. Im aktuellsten Teil wurde hier nachgebessert und den Sims schönere und natürlichere Gesichtszüge verpasst. Dafür haben diese aber sehr dicke und comichafte Haare erhalten, was für manche Simmer wieder einen kleinen Minuspunkt darstellte. Viele Spieler haben sich schon die Frage gestellt, wie die Sims in Die Sims 5 aussehen und ob die Entwickler vielleicht sogar diese comichafte Richtung beibehalten werden. Darüber hat ebenfalls Arnie Plus auf Twitter nachgedacht und ein paar Konzeptbilder von seinem Wunsch-Sims geteilt, wie er sich diese für Die Sims 5 vorstellt. Für mich sehen diese Sims wie eine weiterentwickelte Version von den Sims aus dem aktuellen Ableger aus, da sie weiterhin ein wenig dem Sims 4-Stil folgen, aber trotzdem deutlich realistischer aussehen. Ich finde besonders diesen Sim sehr gelungen, die anderen Figuren haben meiner Meinung nach aber etwas gruselige Augen. Prinzipiell könnte ich mir aber eine Mischung aus diesen beiden Stilen wirklich gut vorstellen, auch wenn ich denke, dass die Figuren auf den Bildern nicht direkt als Sims identifiziert werden können. Hier wird EA wohl seinen eigenen Look finden, bei dem man sofort nur beim Anschauen der Menschen erkennt, dass es sich hier um die Sims-Reihe handelt. Arnie hat ebenfalls versucht, Sims aus Willow Creek und Oasis Springs in den neuen, von ihm ausgedachten Look zu verwandeln. Wie fandet ihr Arnies Konzept und wie könnten die Sims im nächsten Teil aussehen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.